Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin Publizist, unabhängiger Journalist. Ich lade Sie ein, sich unabhängig und überparteilich zu informieren. Und gleich vorweg, dieses Video finden Sie hier auf YouTube und auf der unabhängigen Webseite clubderklarenworte.de. Dort bleibt es auch, nur für den Fall, dass Sie die Informationen auf YouTube nicht mehr erreichen sollten. Vielleicht ist es für Sie auch interessant, sich auf unserem kostenlosen Newsletter einzutragen. Wir veröffentlichen zwischen den einzelnen Videos immer wieder auch Nachrichten und auch Originaldokumente, die Sie so andernorts nicht finden. Ich denke, es ist für Sie interessant, Zugang zu Originalquellen zu bekommen, die Ihnen prominente Medien so eben nicht zur Verfügung stellen. Und so finden Sie ab sofort auf der Webseite ein Papier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit Stand vom 20. Oktober 18 Uhr, ein sogenanntes Dashboard, in dem alle relevanten Kennzahlen der Wirtschaft in Deutschland vom Wirtschaftsministerium zu finden sind, wie sie Bundesminister Peter Altmaier vorlegt. Sie erfahren darin unter anderem Informationen, dass bisher 57,1 Milliarden KfW-Hilfen beantragt wurden, 45,3 Milliarden wurden bewilligt. Das Papier steht Ihnen zum Download zur Verfügung auf der Webseite. Kleiner Einblick in den Maschinenraum unserer Arbeit. Wir hatten Ihnen auf der Webseite clubderklarenworte.de drei Buchempfehlungen für den Leseherbst gegeben mit den Links zu Amazon. Über diese Links hätten wir eine kleine Provision bezogen, die unsere Pro-Bono-Arbeit unterstützt. Und die Provision wäre in Serverbetriebskosten geflossen. Sie hätten eine Bestellung über diese Links natürlich tun können, das hätte Sie nicht mehr gekostet. Darunter war auch ein Buch von Birk Meinhardt, dem Egon Erwin Kisch-Preisträger, der über die Arbeit der Süddeutschen Zeitung ein Buch verfasste, oder ein Buch des dreimaligen Pulitzer-Preisträgers Thomas L. Friedman, Kommentator der New York Times. Nun, heute früh erhielt ich eine E-Mail von Amazon, dass die Zusammenarbeit im Partnerprogramm beendet wird, weil die Webseite nicht die inhaltlichen Standards von Amazon erfüllt. Normalerweise gilt das für Webseiten, die sexuelle oder obszöne Inhalte bewerben, Gewalt verherrlichen oder diffamierende Inhalte zeigen. Offensichtlich schätzt man dort bei Amazon aber nunmehr auch die freie, unabhängige Presse nicht mehr besonders. Nur ein kleines Beispiel dafür, wie sich in einer durchdigitalisierten Welt neue Abhängigkeiten ergeben und multinationale Konzerne offenbar Tagespolitik beeinflussen möchten. Sei es drum, Sie können unsere unabhängige Arbeit gerne auch so unterstützen, wenn Sie dies tun. Vielen Dank dafür. Wichtig erscheint mir, dass wir uns wieder mehr vom Biorhythmus als vom Algorithmus steuern lassen und achten Sie mehr auf Ihre geheime Intelligenz, die Intuition. Mir hat die Intuition gesagt, ich sollte mal wieder bei Rainer Füllmich nachfragen, dem deutsch-amerikanischen Anwalt, der mit einer Gruppe von Kollegen eine historische Klage vorbereitet, die von weltweit großem Interesse ist, über die bemerkenswerterweise aber kein ARD-Brennpunkt bisher stattfand. Deswegen hier jetzt gleich das Update. Teilen Sie dieses Video in Ihrem Kreis. Viele Menschen haben Interesse am Sachstand. Und wenn Sie wissen wollen, worum es geht, dann schauen Sie gerne auch nochmal dieses Video an, worauf sich nachfolgendes Gespräch bezieht, Bezug nimmt. Vielen Dank. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Herr Dr. Füllmich, wir haben exakt vor 4 Wochen auf den Tag genau miteinander gesprochen. Sie haben damals eine große Sammelklage, eine Class Action angekündigt und haben auch in einem über 60-minütigen Gespräch erläutert, wie Sie da vorgehen wollen. Ein Monat ist vergangen. Was ist in diesem einen Monat in Hinblick auf die Erhebung einer Sammelklage passiert? Wir haben... Ich insbesondere rund um die Uhr mit den Kollegen jenseits des Atlantik telefoniert, nicht nur telefoniert, E-Mail-Verkehr, inzwischen sind Klageentwürfe ausgetauscht worden. Ich habe auch mit anderen Kollegen gesprochen, die als Solo Practitioners, heißt es, also als Einzelanwälte, versuchen durchzudringen. Wir machen aus dem, was wir insgesamt eingesammelt haben, das Beste. Ich habe ja Ihnen, Herr Langemann, zwischendrin, aber mit der Bitte, das vertraglich zu behandeln, auch ein bisschen von unserem E-Mail-Verkehr zur Kenntnis gegeben, sodass Sie jedenfalls wissen, dass es vorangeht. Und zwar so, dass die Leute, mit denen wir das zusammen machen, wirklich, wirklich
Power haben, um es mal so anonym auszudrücken. Wenn die Namen bekannt werden, dann werden sie jedem bekannt sein. Nicht, weil wir sie bekannt machen, sondern weil sie von früher bekannt sind. Und die Anwälte, die dazukommen, werden Leute sein, die kennt man zwar nicht, aber das werden Leute sein, die aus den VW- und Deutsche Bank-Sammelverfahren bekannt sind. Wir können das nur nicht über Nacht über das Knie brechen, auch wenn das viele vielleicht gerne hätten. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil es hier eben um einfach zu viel geht und weil es eine völlig neue Nummer ist. Die neue Situation, sowas hat es ja noch nie gegeben, dass hier in diesem Ausmaß basierend auf einem einzigen Betrug, nämlich auf dem PCR-Testbetrug, Lockdowns weltweit verhängt werden und jetzt erst so ganz langsam die Leute immer mehr merken, wieso, es gibt gar keine Kranken, es gibt gar keine Toten, es gibt nur immer diese Panikschreie und das Panikgebrüll wegen der Infektion. Auf diese ganz, ganz neue Situation, das darf man einfach nicht vergessen, das ist ja nicht so, als wenn hier einfach eine Scheidung über die Bühne geht oder eine Mietrechtssache über die Bühne geht, sondern es ist eine nie dagewesene Situation, für die es gar keine Rezepte gibt. Haben wir so reagiert, dass wir uns mit den Kollegen zusammengeschlossen haben und es dauert einfach ein bisschen, bis die Klage dann so knallhart rauskommt, dass sie ein Volltreffer wird. Denn wir können uns nicht leisten, mit so einem schlampig rausgehauenen Ding, das habe ich auch gesehen, dass das Kollegen gemacht haben, mit so einem schlampig rausgehauenen Ding einen verpasst zu bekommen und uns dann mit lächerlich zu machen. Auch die Anwälte, die hier mitmachen, werden das nicht mitspielen, sondern die wollen, dass das Ganze durch und durch sicher ist. Heute Nacht habe ich eine weitere Konferenz dazu. Wir werden mit der nächsten Nachricht, mit wem wir das zusammen machen, ich schätze mal noch in dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche rauskommen. Und dann, wenn die Klage danach fertig ist, naja, dann wird sowieso jeder sehen, weil sie eben öffentlich gemacht werden wird. Auch im Ausschuss machen wir solche Sachen öffentlich, weil wir ja, anders als wir ursprünglich gesagt haben, aber das hat was damit zu tun, dass wir nicht immer gleich unsere Klagestrategie bekannt geben wollen, weil wir auch hier in Deutschland mit solchen Klagen kommen werden. Nicht mit Massenklagen, nicht mit Sammelklagen, die gibt's hier leider nicht, aber mit einzelnen Klagen, die zielgerichtet genau diese Betrügereien im Visier haben, die dann auch in den USA mithilfe der dortigen oder Kanada mithilfe der dortigen weit, weit überlegenen Beweismöglichkeiten ans Licht gekommen werden. Nun gibt es ja immer noch Kritiker, die im Wesentlichen, wenn sie Ihnen und Ihrer Idee und den Ideen der Anwälte folgen, sagen, naja, Herr Füllmich, wenn diese Gruppe von Anwälten tatsächlich Klage einreicht und es sollte Ihnen gelingen, dass diese Klage am Ende auch Erfolg reich ist. Was bedeutet das dann für den Staatshaushalt? Da gab es nicht wenige Menschen, die mich da angeschrieben haben und nachgefragt haben, was bedeutet das für den Staatshaushalt am Ende, wenn man das komplett durchdenkt? Ruinieren Sie denn nicht Deutschland grundsätzlich? Nein. Wenn wir nichts tun würden, das würde Deutschland ruinieren. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, ob ich nicht besser mit meiner Frau zurückgehe auf unsere Ranch und abwarte, bis sich der Qualm wieder gelegt hat. Denn mich trifft nicht, davon kann man ausgehen. Aber es wird einfach das sogenannte Rückgrat der deutschen Industrie in den Mittelstand vernichten. Die haben teilweise immer noch nicht verstanden, was hier passiert. Die geraten immer mehr unter Druck, aber ich habe mitbekommen, dass eine Unternehmensdemo, die vor ein paar Wochen, also man verliert ja hier den zeitlichen Überblick, wahrscheinlich ungefähr so lange her, wie wir das Interview gemacht haben. Die haben vor ein paar Wochen in Berlin eine Demo gemacht und wehrten sich aber gegen Unterstützung aus den Seiten der von manchen so bezeichneten Aluhutträger. Es waren keine. Ich weiß, wer da gewesen ist. Das waren keine Aluhutträger, sondern das waren Leute, die aus Querdenken und sonst wo gekommen sind, also Leute aus der Mitte. Dagegen wehren sie sich, weil sie immer noch glauben, dass der Staat sie schon irgendwie retten wird mit weiteren Paketen. Ich sehe aber, dass nur bei den Konzernen bisher ausreichend Geld angekommen ist, bei den Mittelständlern, insbesondere aus der Gastronomie und insbesondere aus der Hotellerie, auch die Künstler, da kommt nichts an. So, wer sich nicht wehrt, wird untergehen. So einfach ist das. Die Konsequenz für Deutschland, wenn Sie die so genau ansprechen, wird sein, dass natürlich wir von Anfang an gewusst haben, dass die Leute, die wir hier verklagen oder die wir ins Visier nehmen wollen, die auf jeden Fall im Rahmen von Depositions angehört werden, egal wo die sich gerade versuchen zu verstecken, die haben natürlich nicht genug Geld, um das alles zu bezahlen. Selbst die WHO wird nicht genug Geld haben und ich glaube auch nicht, dass Bill Gates bereit ist, den Laden künstlich am Leben zu erhalten. Aber die Konsequenzen, die daraus erwachsen, dass die
Leute, die hier in der Gegend rumgelaufen sind und gesagt haben, PCR-Tests können Infektionen messen und Achtung Leute, seid bloß vorsichtig, wir müssen jetzt einen Lockdown haben, weil wir haben ganz viele Infektionen, war ja alles gelogen. Die Konsequenzen, die daraus erwachsen, dass diese Leute enttarnt und öffentlich mit Hilfe der Justiz als das dargestellt werden, was sie sind, nämlich Betrüger, die reichen natürlich bis rüber in die Politik, denn die Politik hat sich auf genau diese Leute verlassen, behaupten sie jedenfalls. Kann auch sein, dass da hinten im Hintergrund die viel zu enge Verflechtung zwischen Politik und diesen Konzernen zum Beispiel über das World Economic Forum eine Rolle gespielt hat, sodass sie auch geglaubt haben, sie könnten sich darauf verlassen. Aber das war ein grober Fehler. Einen handwerklich gröberen Fehler kann man nicht begehen, weder als Politiker noch als Richter. Also wird die Politik am Ende die Konsequenzen tragen und schlussendlich, selbstverständlich, wird am Ende der Staat, aber nicht nur hier in Deutschland, sondern überall, das, was er verbockt hat, indem er diese Maßnahmen ausgerufen hat, auch wieder korrigieren müssen. Denn was passiert denn, wenn diese Unternehmen alle K.O. gehen, wenn die ganzen Hotel-Gastronomiebetriebe, die Künstler, wenn die alle K.O. gehen, dann fehlt uns doch ein Riesenhaufen an Steuern und dann können doch sowieso alle gleich einpacken, weil dann kein Geld mehr da wird, um die staatlichen Institutionen da sein wird, um die staatlichen Institutionen zu bezahlen. Denn womit werden denn die Universitäten, die Justiz und der gesamte öffentliche Dienst bezahlt? Mit Steuergeldern. So, wenn 65% der Arbeitsplätze hier kaputt sind und zusammenbrechen, dann fehlen uns natürlich auch das ist jetzt nicht genau die Zahl, aber dann fehlen uns in etwa auch 65% der Steuereinnahmen, was man sich da ungefähr vorstellen kann, was daraus als Konsequenz erwächst. Da muss man, glaube ich, nicht allzu lange nachdenken. Nur, wer jetzt sagt, oh, Panik, wir werden ja in Deutschland überhaupt kein Geld mehr haben, der merkt nicht, der versteht nicht, dass die Konsequenz, wenn wir nichts tun, viel, viel schlimmer sein wird. Für mich, Sie sind mir da noch zu unkonkret. Was ist denn am Ende tatsächlich die Konsequenz und wer wird sie tragen müssen? Ist Ihr Ziel, dass Sie politisch momentan handelnde Akteure von ihren Positionen entfernen wollen und dann ist es gut für Sie? Oder geht es darum, Millionen, Milliarden, Billionen tatsächlich vom Staat wieder an die Bürger auszuschütten? Was wird am Ende unterm Strich stehen? Was ist das Ziel? Das ist richtig. Beides ist das Ziel. Wir wollen, dass die Leute, die sich wehren und die bereit sind zu sagen, ich lasse mir das nicht bieten, ich will den Schaden, der mir durch diese verfassungswidrigen am Ende ja Maßnahmen entstanden sind, durch diese vorsätzlich sittenwidrige Schädigung ist es. Ich will diesen Schaden ersetzt haben. Ich will, dass die Leute, wir wollen das alle, dass diese Leute ihren Schaden tatsächlich ersetzt bekommen. Die konnten ja nicht arbeiten in der Zeit, in der sie eigentlich hätten arbeiten wollen. Die konnten die Umsätze nicht machen, die sie brauchen, um ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen und am Ende natürlich auch, um ihre Steuern zu bezahlen. Also müssen die wieder ganz gemacht werden. To make them whole again, sagen die Amerikaner dazu. Das trifft zwar vordergründig, weil wir diese Leute verklagen, die draußen sind und die man sehen kann. Also die, ich will sie mal so bezeichnen, die Marionetten derjenigen, die hinter ihnen stehen und die eigentlichen Investoren in die pharmazeutische und in die Tech-Industrie sind. Bill Gates ist ja einer davon, das ist ja nun kein Geheimnis mehr. Das trifft vordergründig diese Leute, aber nur deshalb, weil wir die leicht sehen können und weil die zu grobe Fehler gemacht haben, als dass man das einfach so zur Seite schieben sollte. Jedenfalls als Anwalt, der weiß, wo er hinziehen muss, wenn er treffen will. Aber natürlich wird es in zweiter Linie die Politik treffen, weil eben diese Politik, und zwar die Leute, die ganz besonders weit nach vorne gelaufen sind, so wie Herr Söder, so wie Frau Merkel, so wie Herr Spahn, weil diese Politik sich auf genau die Leute, die dann als Scharlatane und Betrüger entlarvt werden, verlassen haben. Und so geht es nun mal nicht. Man hätte das vermeiden können und müssen. Ich hatte es ja neulich schon gesagt, der Grundsatz lautet Audiatio et altera pars. Du kannst nicht einfach nur eine Seite anhören, wenn du derart wichtige Entscheidungen triffst und ein ganzes Land dicht machst und dafür sorgst, dass die Leute isoliert sterben, dass Leute nicht mehr operiert werden, dass Leute massenhaft Suizid begehen. Diese Zahlen werden wir ja noch sehen. Aus den USA haben wir schon welche. Es kann nicht angehen, dass dann diese Leute, die politisch Verantwortlichen, die ich eben genannt habe, ungeschoren davon kommen. Selbstverständlich werden sie auch die politische Konsequenz tragen müssen, aber gleichzeitig werden sie entweder noch in Person, wenn ihnen dazu noch die Zeit bleibt, oder durch diejenigen, die ihnen nachfolgen werden, dafür sorgen, dass der Schaden ersetzt wird. Weil, wie gesagt, den nicht zu ersetzen, wird sehr, sehr viel teurer. Also das ist ein zweigleisiges Ding, was wir fahren. Ich habe das nicht von Anfang an so gesagt, weil man will ja nicht gleich, dass jeder die Strategie erkennt. Aber jetzt ist es wohl offensichtlich, wir schießen die Leute an, die erkennbar sind und die ohne weiteres verantwortlich sind, wo wir alle als Anwälte keinerlei Risiken sehen.
sie in die Haftung zu nehmen, schon gar nicht in den USA oder in Kanada mit deren Rechtssystem. Aber wir meinen natürlich auch und insbesondere die Politik, die auf diese Leute reingefallen ist. Teilweise, weil sie einfach zu nah dran waren oder weil sie über Veranstaltungen, die seit über 10 Jahren laufen und in diese Richtung intendieren, wie wir inzwischen von uns im Ausschuss angehörten Personen wissen, weil sie sich zu sehr mit diesen Lobbyisten vermischt haben, auf Veranstaltungen, beispielsweise des World Economic Forum oder des Währungsfonds. Das heißt, Herr Dr. Füllmich, Sie wollen mit dieser Sammelklage auch eine politische Wende herbeiführen? Ja, das war eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich im Ausschuss, weil ich bin ja derjenige, der vorgeprescht ist, die Kollegen da, also Frau Fischer, die andere Frau Fischer und der Kollege Dr. Hoffmann, haben gesagt, oh Rainer, lass uns erstmal diesen Ausschuss hier machen. Nur wir kriegten gleichzeitig, das hat dann auch der Kollege Dr. Hoffmann immer stärker verspürt, wir kriegten ja gleichzeitig immer mehr Zuschriften, nicht nur von Leuten, die uns helfen wollen. Also wirklich ganz, ganz tolle Leute mit sehr viel Gewicht, die teilweise zwar nicht nach vorne treten können, weil sie alle um ihre beruflichen Journalisten sind dabei, Geheimdienstleute sind dabei, weil sie alle um ihre beruflichen Karrieren fürchten, aber nicht nur Unterstützung und Informationen, die wir auf normalen Wegen nie kriegen würden, haben wir bekommen, sondern wir haben natürlich auch Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, hey, was macht ihr denn da eigentlich, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir alle aufs Kreuz gelegt wurden von ein paar Betrügern und Scharlatanen und dass die Politik zu dumm war oder zu machtgeil, um dagegen anzustinken, wollt ihr das dann als Buch veröffentlichen und das soll alles gewesen sein? Und daraufhin habe ich dann gesagt, komm Justus, wir müssen da was drauf machen. Ich habe doch die Möglichkeit, zumindest die amerikanischen Kollegen in Gang zu setzen. Wir müssen hier in Deutschland die Kollegen, die hier verstreut in Anführungsstrichen unterwegs sind, teilweise allein unterwegs sind, die müssen wir unterstützen und die müssen wir sammeln. So kam das in Gang. Das war, ich weiß nicht, seit ich nach Deutschland zurückgekommen bin, seit Anfang Juni, habe ich das so gesehen, dass das geschehen muss. Und als wir dann diesen Ausschuss in Gang gesetzt haben und gesehen haben, dass die Reaktion auch entsprechend war, habe ich das den Kollegen mitgeteilt. Am Ende, ich will nicht sagen, habe ich mich damit durchgesetzt, aber habe ich die Kollegen davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und das Echo, insbesondere aus den USA, ist unglaublich. Sie können sich nicht vorstellen, was hier jeden Tag, ich kriege das gar nicht abgearbeitet, aber jeden Tag allein an E-Mails und an Telefonatwünschen reinkommt von aber gestandenen US-Kollegen. Wir werden jetzt einige von deren Schriftsätzen auf unseren Website veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit sehen kann, hier wird kein Spiel gespielt, sondern das hier ist wirklicher, echter Ernst und dafür werden einige Leute sehr, sehr teuer, vielleicht mit allem, was sie haben, zahlen müssen. Sind Sie noch Anwalt oder schon Aktivist? Ich glaube, in diesem Fall bin ich beides. Wie gesagt, wenn meine Frau nie gewesen wäre, wäre ich da geblieben, wo wir waren und hätte das Ganze versucht auszusitzen. Ich weiß natürlich jetzt im Nachhinein, das hätte sowieso nicht geklappt, weil auch da, auf der Ranch hätte man nichts gemerkt, aber auch da in den USA ging ja dann die Post ab. Und nachdem ich mich dann von ihr sozusagen habe anschieben lassen, inzwischen frage ich mich, ob sie das mich inzwischen sogar selber bereut, aber nachdem ich mich von ihr sozusagen habe anschieben lassen und in dieses Spiel reingegangen bin, habe ich gesagt, okay, wenn du schon spielst, dann willst du auch gewinnen. Und also bin ich jetzt in dieser wirklich außergewöhnlichen Situation, sowas hat es ja noch nie gegeben, da wird wohl keiner widersprechen können, bin ich nicht nur Anwalt, sondern sicherlich auch Aktivist und bemühe mich weltweit, den Kollegen erstmal Mut zu machen, weil es gibt ja Länder, wo wirklich totale Verzweiflung herrscht, beispielsweise in Australien oder in Argentinien, denen erstmal Mut zu machen und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, wir machen das dann über diese Zoom-Konferenzen, wir stellen euch alles zur Verfügung, was wir haben, wir können nur nicht ganz so schnell sein, wie wir eigentlich wollen, weil wir viel zu wenig Leute sind. Wenn wir jetzt 200 Anwälte wären, wäre das anders. Aber wir kommen hier auf maximal 30 kompetente Leute und dann laufen da ja noch ein paar Kollegen rum, die man vielleicht noch organisieren könnte. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, das ist leider so, dass ich jetzt nicht mehr nur juristisch tätig bin, sondern auch extrem kraftzehrend, kann ich nur sagen, als Aktivist unterwegs bin. Sie haben eben gerade von Mut gesprochen. Sie machen anderen Anwälten Mut. Die Schwester vom Mut ist die Angst. Wovor haben Sie Angst? Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass wir es schaffen werden, weil wir die besseren Leute haben, die wesentlich besseren Leute haben. Und ich sehe ja schon, dass auf der anderen Seite die Front bröckelt.
Also wir haben ja allesamt, glaube ich, mitbekommen, also wir, ich meine nicht die Leute, die nur die Mainstream-Medien sehen, dass die WHO zurückgerudert ist, dass sie gesagt hat, ja, wir schließen uns der Einschätzung von Professor Ioannidis aus Stanford an. Die Mortalität dieses angeblich so neuen Coronavirus ist nicht bei 0,14%, und Ioannidis hat für einige Gegenden sogar 0,06% ermittelt, aber im Schnitt 0,14%, und das entspricht einfach der ganz normalen Grippe. Ich habe gerade gestern in der österreichischen Zeitung gelesen, dass da Wissenschaftler sich die Frage stellen, wir reden hier die ganze Zeit von der zweiten Welle, wir haben noch nicht mal die erste gesehen, sprechen wir vielleicht nicht in Wahrheit über die jetzt kommende Grippewelle? Ja, so sieht das aus. Also Mut brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Man muss sich überwinden. Man muss sagen, okay, ich bleibe nicht in meinem Sessel sitzen und hoffe darauf, dass der Staat das irgendwie richtet. Dieser Staat wird es so nicht richten, sonst müssen wir selber tun. Im Übrigen, wir sind ja der Staat. Wir müssen nur dafür sorgen, dass da vorne die richtigen Leute stehen. Also Mut nicht, Zuversicht braucht man. Wann wird die Klage wo eingereicht? Also, ich will, wie gesagt, die Strategie nicht immer gleich verraten. Wir sind uns jetzt im Moment, das kann sich ändern, also heute Nacht habe ich wieder eine Konferenz, wir sind uns jetzt im Moment einig, dass das Ding in Kalifornien eingereicht wird. Wir müssen gucken, welches Gericht dafür das geeignetste ist. Das nicht nur, weil ich da zugelassen bin und ich dann selber mitspielen kann, sondern weil in Kalifornien sehr, sehr viel Erfahrung, insbesondere mit den Class Actions gegen die Deutsche Bank, die und VW besteht. Wir werden, damit die Leute sehen können, dass hier nicht etwa einer nur trommelt und dafür sorgt, dass die Leute alle wild werden, sondern dass sich ernsthaft was tut, wir werden unsere Bemühungen zum Teil veröffentlichen. Also zum Teil werden wir Schriftsätze, Motions, Anträge, die die Kollegen schon gemacht haben, veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich noch in dieser, spätestens in der nächsten Woche mit der Meldung rauskommen kann, mit wem wir zusammenarbeiten, damit man sieht, das ist ernst zu nehmen. Das hat hier enormes Gewicht. Und ich hoffe, dass wir werden nicht über die Arbeit an der Klage selbst berichten. Das wäre dumm. Aber ich hoffe, dass wir dann, wenn die Klage endgültig fertig ist, und ich kann Ihnen das nicht sagen, das können 4 Wochen sein, aber ich hoffe, dass natürlich, wenn sie dann fertig ist, wird sie veröffentlicht werden, damit auch jeder sehen kann, dass das nicht irgendwas zusammengeschimpert ist, sondern was Ernstzunehmendes, was massivste Aussicht auf Erfolg hat. Was aktuell die Reputation von Journalisten in Deutschland und Anwälten in Deutschland oder Journalisten und Anwälten generell betrifft, da können sich Journalisten und Anwälte, glaube ich, die Hand reichen, denn beide haben im Zweifel in der Öffentlichkeit, im Ansehen der Öffentlichkeit, relativ schlechte Karten. Insofern, dass Journalisten mittlerweile mit Lügenpresse markiert werden, Anwälten wirft man vor, am Ende wollen sie einfach nur Geld machen. Wie viel Geld haben Sie denn bisher mit dieser Aktion gemacht? Ich habe gar nichts damit verdient, und ich weiß definitiv, dass die Kollegen, und ich kenne sie fast alle, die hier auf der deutschen Seite unterwegs sind, keinen Cent genommen haben. Das ganze Geld liegt auf einem Konto, weil wir alle davon ausgehen, dass das gebraucht wird, um in den USA die Anwälte, die dann für uns tätig werden, die werden es nämlich nicht umsonst machen, bezahlen zu können. Und nicht nur die Anwälte bezahlen zu können, die Infrastruktur aufzubauen. Wir werden das ja bezahlen müssen, also die Kläger werden bezahlen müssen, was hier dann an Veröffentlichungsarbeit geschehen muss. Wenn hier zum Beispiel ein angerufenes Gericht, ein von einem Amerikaner oder Kanadier angerufenes Gericht, auf dessen Antrag hin, Achtung Gericht, ich bin nicht der Einzige, da sind noch ein paar hunderttausend hinter mir, auf dessen Antrag hin die Class Action zulässt, also die Sammelklage, dann muss das ganze Zeug ja veröffentlicht werden in allen Ländern der Welt. Weil dieses Mal, das hat es noch nie gegeben, aber dieses Mal sind ja von den PCR-Test induzierten Lockdowns alle Menschen betroffen, weltweit. Also wird man auch weltweit veröffentlichen müssen. Das heißt, die Kohle wird dafür draufgehen. Wir gehen alle davon aus, ich auf jeden Fall, anders als die Kollegen das vielleicht ursprünglich geglaubt haben, dass hier erst Geld kommen wird für die Anwälte und für deren Arbeit, wenn wir Erfolg haben, weil da hinten diese 10% Erfolgshonorar dran hängen. Aber ehrlich gesagt, das ist egal, und ich weiß, den Kollegen ist das auch egal. Wir arbeiten ja alle auch noch an diesen bescheuerten Maskenfällen und ähnlichem Zeug, auch wenn wir kaum Zeit dazu haben. Das wird reichen, um über Wasser zu halten. Hier geht es nicht um Geld,
sondern hier geht es um die Sache. Und derjenige, der hier nur wegen der Kohle drin ist, der wird schnell genug aufs Maul fallen und wird notfalls in Interviews auch sich lächerlich machen. Wir haben das nicht vor. Herr Dr. Fümich, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank, Herr Langemann.